Ich hätte nicht gedacht, dass ich alleine ausziehe. Ich hätte gedacht, wenn wir hier aus der Wohnung ausziehen, dann machen wir das gemeinsam, um in eine andere Wohnung zu ziehen, uns Eigentum anzuschauen, ein Haus zu kaufen, zu bauen, wie auch immer. Ich dachte, dass das der nächste Schritt im Leben ist. Zeigt mir aber auch wieder, dass das Leben ganz, ganz eigene Pläne hat und man nichts wirklich fest planen kann im Leben und dass alles immer anders kommt, als man denkt. Nichtsdestotrotz ist das hier auf jeden Fall die beste Möglichkeit, um aufzurümpeln und sehr, sehr viel auszumisten und hinter sich zu lassen. Was am meisten hittet, sind die ganzen Karten, die ich von ihm finde. Alles selbstgeschriebene Dinge und dann steht hier einfach, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin unglaublich froh, dass ich dich in meinem Leben habe. Denn dein Lächeln und dein Lachen sind die schönsten Dinge auf der Welt. Forever yours, Tobi. Das knallt rein. Das knallt richtig rein, aber nichts ist für immer. Anscheinend. Aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich noch so viel Zeit im Leben habe und wer weiß, was die zweite Hälfte des Jahres von 2022 noch übrig haben wird, was für Dinge passieren werden, welche Leute ich treffen werde, wo ich hingehen werde, welche Orte ich sehen werde, welche Bücher ich lesen werde. So viele Dinge und so viele ungeschriebene Seiten, die ich alle mit meiner eigenen Story befüllen kann. Long story short, wir ziehen um, wir haben eine Wohnung gefunden und diese Wohnung werde ich mir so, so wunderschön einrichten. Ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich weiß genau, wo was hinkommt und was ich machen möchte. Das Krasse ist, glaube ich, einfach diese Übergangsphase. In manchen Momenten haut es einfach so extrem krass rein, dass einfach nichts mehr geht und ich Nervenzusammenbruch habe und einfach, ja, ich möchte aufgeben. Und ich möchte nicht. Ich möchte, dass der Schmerz aufhört und ich Normalität, Routine und Ruhe in meinem Leben habe und seit 3 Wochen einfach im Dauerstress lebe. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mehr als 6 Stunden am Stück durchgeschlafen habe. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 3 Mahlzeiten am Tag zu mir genommen habe. Ich freue mich auch einfach, dass ich euch mit auf die Reise nehmen kann. Dass ich euch wie immer gut unterhalten kann. Let's continue packing! Tja, willkommen im Chaos. Willkommen im absoluten Chaos, was sich mein Leben nennt. Here we go. Ich werde mich von meinem Rainbow Shelf auf jeden Fall verabschieden und 90% der Bücher auf jeden Fall verkaufen. Einfach weil ich keinen Platz in meiner neuen Wohnung für ein Bücherregal sehe und es auch nicht so hoch priorisiert habe. Ich habe wirklich den Fokus auf ganz, ganz viele andere Dinge gelegt. Bin auch, glaube ich, aus der Bookstagram-Phase komplett rausgewachsen. Aber ein paar Schmuckstücke werde ich natürlich behalten. So wie den Harry Potter Schuber, Eddie LaRue, Mona Kasten und sowas, alles Sarah J. Maas. Das bleibt alles, aber ansonsten wird sehr, sehr viel gehen. Wir haben übrigens Freitagabend und it's about to be lit, weil ich mein ganzes Leben gerade in Kisten packe. Aber es ist okay, es ist nicht schlimm. Ich meine, seit Corona ist Party und Feiern und so sowieso, glaube ich, einfach nicht mehr im Trend. Wenn man das so sagen kann. Ich habe meine Partygirl-Phase. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals als Partygirl so bezeichnen würde, aber ich habe mit 16 bis 18 super viel erlebt und hatte in meiner Beziehung tatsächlich nie das Bedürfnis, feiern zu gehen. Und jetzt könnte ich jeden Tag eigentlich feiern gehen und die Sau rauslassen. Werde ich das machen? Später. Hello. Es schallt hier drin sehr doll, aber das ist im Prinzip der erste Videoclip aus meiner neuen und eigenen Wohnung. Und ich finde es heftig und angsteinflößend, gleichzeitig aber auch überraschend, dass ich wirklich innerhalb von nicht mal 3 Wochen eine Wohnung in Hamburg gefunden habe, was wirklich in Hamburg nicht einfach ist. Willkommen in meiner neuen Wohnung, in meinem neuen Zuhause, was ich mir so einrichten werde, wie ich es möchte. Keiner kann dazu was sagen. Es ist wirklich mein Neustart und wollt ihr eine Roomtour? Ich gebe euch eine Roomtour. Es ist ein bisschen chaotisch hier drin und ich habe auch schon angefangen zu streichen. Ich habe in meinem Leben noch nie zuvor gestrichen. But here we are, trying something new. Das ist die Tür. Und dann kommt man hier direkt in den Flur rein. Und hier habe ich jetzt auch schon gestrichen. Also die ganze Wohnung war vorher komplett weiß. Das ist so eine kleine Nische, wo man super Garderobenmöbel reinstellen kann. Und hier steht schon ein bisschen Krimskram, aber hier wird halt auch perfekt so eine kleine Kommode hinpassen, Schuhschrank, wie auch immer, kommt alles noch. Dann hat man hier im Prinzip gleich die Küche und hier kommt man noch
in so einem kleinen Abstellkammerräumchen. Dann geht man hier weiter durchs Bad. Hier ist leider noch kein Licht oder ähnliches drin. Hier geht es dann wieder raus. Die Küche ist mein absolutes Schmuckstück in dieser Wohnung. Ich liebe diese Küche so sehr. Wie cool ist das bitte einfach mit diesen Treppenstufen? Ich bin einfach absolut verliebt in diese Küche. Das ist einfach so genial. Kühlschrank ist drin. Hier kommt noch ein Geschirrspüler rein. Und hier, ihr seht es schon, kann ich auf meinen Balkon gucken ins Grüne. Wow, what a blessing. Ich freue mich so sehr, wenn ich hier wirklich meine erste Mahlzeit kochen werde und mich so austoben werde in dieser Küche. Und dann schaut ihr hier quasi auf mein Wohnzimmer. Ich weiß genau, wie ich was einrichten werde. Ich sehe es einfach vor Augen, wie es sein wird. Hier kommt auf jeden Fall noch so ein kleiner Küchenhelfer hin. Da kommt auch noch ein Küchenregal hin. Und hier kommt noch so ein richtig schöner Bohemien-Teppich hin. Hier mache ich noch zwei Treppenstufen hin. Genau, das ist im Prinzip das Wohnzimmer. Hier ist der Plan, so ein kleines Sideboard hinzustellen. An die Wand werde ich noch so ein Rechteck als Ausschnitt machen, was ich in diesem Kaschmirbraun malern werde. Und dann kommt der Fernseher dort an die Wand. Wenn ihr jetzt hier runter geht, kommt hier der Küchentisch hin. Da kann ihr werdet das alles sehen. Also wenn es alles steht, dann wird das alles richtig genial aussehen. Aber ich habe wirklich überlegt, was für eine Art von Tisch möchtest du hinstellen. Und dadurch, dass man eine Wand da hinten hat und nicht so mit dem Stuhl hin und her rutschen kann, dachte ich mir, das wäre doch total genial, jetzt mal sich eine Sitzbank zu holen für seinen Esstisch. Und genau das machen wir auch. Das heißt, da kommt dann so eine Bank hin, Tisch, und hier kommt dann auch nochmal so eine Bank hin. Dann hat man so mit dem Stühle rutschen nicht so Probleme. Und dann werde ich hier noch so eine Verlängerung machen und so eine Industrial-Lampe runterhängen lassen. Diese Wand werde ich auch braun streichen. Und hier werde ich dann auf jeden Fall die Couch hinstellen. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen eine richtig schöne IKEA-Couch gefunden. Die werde ich morgen abholen. Und in dieser Ecke werde ich dann so ein bisschen mein Homeoffice einrichten mit einem schönen Eckschreibtisch. Dann kommt noch ein Bücherregal dazwischen. Hier kommt dann auch noch ein richtig schöner Teppich hin. Genau, hier wie gesagt, kommt dann so ein kleines Sideboard hin, wo auch mein Plattenspieler und sowas alles draufstehen wird. Und dann, wie gesagt, oben müsst ihr euch so ein kleines Rechteck nochmal vorstellen für den Fernseher. Und wenn ihr hier nochmal euch dreht, dann kommen wir auf meinen wunderschönen Balkon, aus dem man auch richtig viel machen kann. Das sind auf jeden Fall so eine Holzplatten. Ich nehme es erstmal so, wie es kommt. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut passt. Ich weiß aber noch nicht, welche Möbel ich raufstellen soll. Ich habe auf jeden Fall so ein Rattansofa in Aussicht, was ich mir, glaube ich, auch bestellen werde. Und Lichterketten, Blumen, das wird alles mit seiner Zeit dann kommen. Ich würde halt den Balkon jetzt gerne noch im Sommer ausnutzen, weil der Sommer jetzt erst gerade angefangen hat. Und da wäre es, glaube ich, schön, wenn man den Balkon fertig hat. Das ist das Wohnzimmer und dann kommt ihr hier in mein Schlafzimmer. Juhu, und da liegt schon das Bett, was ich gleich mit Leo auspacken werde, und dann werden wir das aufbauen. Plan im Schlafzimmer ist, diese Wand streiche ich heute noch grün. Ich habe schon angefangen, unten abzutapen. Dann kommt genau da, wo jetzt auch die Sachen liegen, wird das Bett hinkommen. Und dann Nachttisch daneben. Dadurch, dass es eine grüne Wand ist, möchte ich auf jeden Fall so ein Makramee, heißt es, glaube ich, an die Wand hängen. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich aus dem Rest des Schlafzimmers machen soll. Ich habe mir gedacht, da vielleicht einfach nur eine Kommode. Und dadurch, dass es hier einfach ein größerer, hier noch mehr Platz ist, würde ich hier eventuell so einen Pax IKEA Eckschrank hinstellen oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass das hier besser geeignet ist, als den kleinen Schrank da noch hinzuquetschen. Das ist meine neue Wohnung. Es ist einfach immer noch eine Achterbahn der Gefühle. Ich weiß aber auch nicht so ganz genau, wie ich das alles finden soll. Also die Wohnung ist traumhaft schön und ich bin unglaublich happy. Aber ich dachte irgendwie, wenn ich eine Wohnung habe, dann ist der ganze Stress irgendwie vorbei. Überhaupt nicht. Also gefühlt geht der Stress jetzt erst richtig los. Und ich merke das einfach so richtig, dass ich in einer Übergangsphase bin, so. Die alte Wohnung und die neue Wohnung, beides fühlt sich überhaupt nicht an wie zu Hause, weil die eine Wohnung verlasse ich und die neue Wohnung muss aus mir eingerichtet werden, müssen erstmal Möbel stehen und sowas alles. Ja, das ist einfach Chaos pur gerade in meinem Leben, aber das kommt alles und ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Schlafzimmer weiter tapen und dann kommt Leo gleich vorbei und wir bauen das Bett auf. Da muss ich mal schauen. Danach werde ich dann, glaube ich, noch die Wand grün streichen. Und morgen bin ich auch wieder hier. Morgen kommt die Waschmaschine, das Internet und dann werde ich das Wohnzimmer
Brauen streichen und ich freue mich schon sehr. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie eine Wand gestrichen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber, also, was heißt eine Wand gestrichen? Ich habe ja auf jeden Fall den Flur gestrichen. Das war auf jeden Fall extrem anstrengend und hat auch lange gedauert und meine Arme taten sehr weh. Hi Friends, es gibt ein kleines Update, was ich euch zeigen kann, mit dem ich sehr happy bin. Wir haben ein Bett und eine grüne Wand. Ich glaube, dass das gut zusammenpasst. Okay, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es passt gut zusammen, aber ich glaube, dass es funktioniert. Ich glaube, dass das erstmal wirklich fein ist, wenn hier noch ein großer Teppich dann auch drin ist, da so zwei Nachtschränkchen oder wenigstens einer daneben kommt, dann passt das. Die Wand ist jetzt erstmal nur einmal gestrichen. Ihr seht, dass da noch sehr viele helle Stellen mit dabei sind. Die werde ich morgen nochmal überstreichen und dann das Tape auch an der Seite abziehen, damit das so ein Fensterlook hat. Ich weiß nicht, ob es ein Fensterlook, ob man das so nennt, aber im Prinzip habe ich immer an der Seite was freigehalten, damit es nicht die komplette Wand ist, sondern damit es noch wie so ein Bilderrahmen ist. Das beschreibt es, glaube ich, gut und dann versteht ihr auch, was ich meine. Und Leo hatte die Idee, ich wollte das Bett ja eigentlich so hinstellen, aber Leo hatte die Idee, das so reinzustellen und ich glaube, dass das wirklich besseren Gesamteindruck macht, weil man jetzt hier so schön reingucken kann. Also man hat so ein bisschen einfach so dieses, okay, da ist das Schlafzimmer. Ja, dann kann man auch so ganz entspannt aufs Fenster schauen. Ja, ich bin eigentlich ganz happy damit. Ansonsten habe ich noch, glaube ich, eine gute Stunde damit verbracht, das Wohnzimmer zu tapen. Ihr seht es da oben. Ich habe fast alles getaped, was man tapen kann. Unten die Steckdosen, Fenster ist alles getaped. Es war auf jeden Fall ein guter Fortschritt heute. Und morgen bin ich auch wieder ab um 8 hier, weil morgen Internet und Waschmaschine kommt. Und in der Zeit, wo ich warte oder sonstiges, werde ich die Wände streichen. Ich muss aber morgen auch nochmal früh in den Baumarkt. Ich brauche auf jeden Fall nochmal neues Malertape, weil das alles nicht gereicht hat. Ich zeige euch mal den Plan. Plan ist auf jeden Fall, die Wand komplett zu streichen und hier auch alles. Also auch alles komplett in diesem Bilderrahmen-Look. Alles komplett getaped. Das Tape hat wirklich auf den Millimeter genau nur für diese beiden Wände gereicht. Ich werde hier aber auch noch morgen nur bis zur Türkante auch nochmal so ein Bilderrahmen dazu machen, weil da soll meine Schreibtischecke rankommen. Ich glaube, ich fand das komisch, wenn das wirklich ein Eckschreibtisch ist und der dann so eine weiße Wand hat und dann daneben braun, so ein Kaschmirbraun habe ich ja. Deswegen werde ich da auch nochmal so ein Viereck draus machen und dann morgen hier auch nochmal dieses Rechteck tapen. Wobei ich das vielleicht noch frei lasse. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber eigentlich könnte ich es auch direkt morgen machen. Ich zeige euch ganz kurz noch die Farbe. Ich glaube, das Licht gibt es gerade nicht so gut her. Also die von Designfarben über schöner Wohnen, alle die ihr im Baumarkt bekommt, absoluter Hammer. Ich bin richtig, richtig begeistert. Edles Kaschmirbraun kommt dann an die Wände. Ich glaube, dass das würde richtig geil aussehen. Das wird, glaube ich, einfach dem Wohnzimmer so einen richtig schönen Touch geben. Es ist, glaube ich, nicht zu dunkel, aber macht das einfach das Ganze so ein bisschen harmonisch. Besonders wenn dann auch noch Gardinen und sowas alles drankommen, dann wird das richtig geil aussehen und morgen hole ich meine Couch ab. Couches sind echt so schweineteuer, holy shit. Aber ich habe über eBay Kleinanzeigen eine richtig schöne Couch gefunden. Ein altes IKEA-Modell, was es so nicht mehr gibt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich finde das einfach so geil. Ich bin richtig happy. Der erste Hauch von Zuhause und Leben hier drin, den ich so bekomme. Und so langsam kann man sich schon vorstellen, dass hier ein Zuhause draus entstehen soll. Für heute mache ich jetzt erstmal Feierabend, fahre nach Hause, mache es mir gemütlich mit Sushi und fange mit Stranger Things an. Wollte ich eigentlich mit Tobi gucken, aber das Leben hatte andere Pläne und ich warte auch nicht auf jemanden, sondern ich gucke es jetzt einfach allein und grusel mich alleine und kann alleine die Nacht nicht schlafen. Und dann steht morgen wieder ein aufregender Tag an. Das wird auf jeden Fall ein
krasses Programm morgen mit früh hier sein, streichen, Waschmaschine, Internet und abends dann noch einen Miettransporter ausleihen und eine Couch abholen. Ich hoffe, dass mein Kumpel Clemens Zeit hat und ich mit ihm die Couch hier auch hochgetragen bekomme. Das wird schon alles werden. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ich glaube, das war mit einer der hektischsten und aufregenden Tage in meinem ganzen Leben. Und ich filme das gerade auch mit meinem Handy. Das war eine super spontane Aktion, einfach heute alles in Transport, erstmal einen Transporter zu mieten. Ich bin noch nie in so einem Ding gefahren. Dann alles reinzuschmeißen, was geht. Komplett allein auch. Richtig dumme Idee. We made progress. Wir haben ein Bett, wir haben einen Teppich, wir haben eine Kommode, wir haben eine grüne Wand. So langsam kommt die Wohnung echt zusammen. Das Kaschmirbraun ist sehr schön getrocknet. Wir haben ein Sofa. Also Hintergrund war eigentlich, einen Transporter zu mieten und das Sofa abzuholen. Never ever hätte ich gedacht, dass da jetzt irgendwie so viel gleich zusammenkommt. Und auch Garderobenmüll und sowas alles habe ich mir gemopst aus unserer alten Wohnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in diesen Transporter gestiegen bin und ich nicht wusste, wie, wo, wer, was, ich habe fast was Kotzen bekommen. Es ging wirklich, wow, das war Horror pur. Ich habe es geschafft. Ich habe es echt geschafft und ich bin so froh für denjenigen, der Automatik erfunden hat, weil das wirklich das Beste ist, was es gibt. Ich bin völlig überwältigt. Ich habe es echt geschafft. Ich habe das alleine geschafft und ich bin so froh, dass ich die Couch auch heute entdeckt habe über eBay Kleinanzeigen. Und der Typ, Kerim, falls du das irgendwie siehst, du bist einfach der korrekteste Typ auf Erden. Das war einfach die größte Hilfe. Ich glaube, dass das auch ein Zeichen war, dass das so sein sollte. Und das war einfach der Hammer heute. Richtige Spontanaktion, so viel in meine Wohnung zu bringen. Aber ich muss auch sagen, Hintergrund war, dass Tobi Corona hat. Ein zweites Mal. Wir hatten es erst vor 3 Monaten. Yay, jetzt haben wir nochmal Corona. Yippie, ja, yay. Ich hoffe, dass ich verschont bleibe. Ich hoffe es so, so sehr, weil ich am Sonntag zum Harry Styles Konzert möchte. Ich glaube nicht, also heute werde ich noch nicht in der Bude hier pennen. Vielleicht zum Wochenende hin das erste Mal. Mal gucken. Und heute war einfach so ein aufregender Tag. Das glaubt ihr einfach nicht. Das war einfach so, so heftig alles. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen das Tape an den Wänden ab. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Ich muss den Transporter zurückbringen. Vielleicht fahre ich auch einfach noch ein bisschen zum Coffee to Fly, ein paar Flugzeuge beobachten. Mal gucken. Aber ansonsten war heute ein richtig erfolgreicher Tag. Also ich hatte wirklich, teilweise hatte ich Momente, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Das war so eine scheiß Idee. Aber dann dachte ich mir so, nein, du hast jetzt auch schon den Transporter bezahlt und du kannst die Couch dann heute abholen. Und manchmal muss man einfach ein bisschen durchpushen und einfach nicht auf seine innere Stimme hören, weil es klappt irgendwie. Ein großer Tipp ist auf jeden Fall, macht es nicht allein, macht es nicht einfach so. Holt euch auf jeden Fall Hilfe, weil alleine ist ein Umzug total bescheuert. Welcome to my chaos. Können wir da einfach bitte mal drüber reden, dass ich alleine mit diesem Ding durch Hamburg gefahren bin? Ich glaube das einfach nicht. Shoutout an Miles. Ihr seid die Besten. Das ist einfach heftig, was ich heute erlebt habe und wieder einen neuen Skill gelernt mit so einem Transporter das erste Mal gefahren. Ich finde das voll geil, so einen Transporter. Ich könnte mir das jetzt öfter vorstellen, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich das hauptberuflich. Das war echt krass heute. Ich kann das nicht glauben, was in den letzten 5-6 Stunden passiert ist. Krass. Einfach nur krass. Hello, Party People. Ich weiß einfach nicht, wo meine Vlogging-Kamera ist. Ich finde sie einfach in den ganzen Umzugskarton überhaupt nicht. Deswegen muss das Handy jetzt herhalten. Ich möchte euch ja trotzdem auf der Reise mitnehmen. Wir haben heute Sonntag den 26. Juni und heute Abend geht's aufs Harry Styles Konzert. Und jetzt tagsüber werde ich die Wohnung einräumen und einrichten. Yippie, ja, yay. Es tut mir auf jeden Fall gut, aus der alten Wohnung, soweit es geht, rauszukommen, weil ich gestern gemerkt habe, dass es nicht mehr funktioniert mit Tobi. Was heißt nicht mehr funktioniert? Es reißt immer wieder alte Wunden bei mir auf. Oder ganz, ganz frische Wunden, die noch offen sind. Wenn wir versuchen, so ein bisschen Smalltalk zu halten, so wie geht's dir, was hast du heute so vor, irgendwie sowas. Und das geht einfach nicht mehr. Also es funktioniert wirklich gar nicht mehr. Plan ist jetzt auf jeden Fall, die kommende Woche offiziell rauszukommen oder ansonsten aller spätestens übernächste Woche. Ich muss auf jeden Fall versuchen, hier schon jetzt mich langsam einzurichten, dass ich hier schlafen kann. Dann danach
wenn ich aus London wieder zurückkomme, habe ich auch zu Tobi gesagt, danach machen wir einen Cut und ich möchte erstmal keinen Kontakt mehr. Ich möchte wirklich damit für mich abschließen. Ich muss ja trotzdem seine Nummer behalten, ne, weil wir auch ein gemeinsames Auto haben, was ich übernommen habe. So ist es im Erwachsenenleben. Ich hätte gern seine Nummer gelöscht. Ich habe auf jeden Fall den ganzen WhatsApp-Chat auch schon gelöscht von uns, damit die ganzen Erinnerungen, damit ich nicht auf die Idee komme, mir alte Chats durchzulesen, alte Fotos anzugucken, die wir uns hin und her geschickt haben oder so, sondern das ist wirklich in der Vergangenheit. Jetzt zeige ich euch mal mein Chaos in der Wohnung. Das ist richtig krasser Umzug, as you can see. Aber es wird. Ich kann euch ja schon mal... Ich glaube, das Schlafzimmer sieht bisher am bewohnbarsten aus. Wir haben einen schönen neuen Teppich. Bettchen steht schon soweit. Wir haben sogar einen Nachttisch und eine Lampe. Und absolutes Highlight für mich ist diese Kleiderstange. Ich finde das richtig, richtig nice. Das ist so, hat so ein bisschen Industrial-Look und mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe das über Home24 bestellt. Also für 90 Euro so ein Kleiderschrank. Oder eine Kleiderstange irgendwie. Finde ich richtig nice. Der Teppich ist von Benuta. Den habe ich im Sale geschossen. Ist mir tatsächlich ein bisschen zu klein. Aber hier für die Ecke finde ich das absolut okay. Ich denke, ich werde dann hier noch einen kleinen Läufer hinlegen. Und auf jeden Fall, hier werde ich auch noch so einen kleinen Fellläufer, genauso wie dort in die Ecke, hinlegen. Aber ansonsten, finde ich, sieht das doch schon nach einem richtigen Schlafzimmer aus. Und nächste Woche kommt auch noch mein Esstisch. Da freue ich mich mega drauf. Das ist so, glaube ich, mein kleines Highlight hier in der Wohnung. Da freue ich mich echt richtig, richtig doll drauf. Werde ich jetzt die Küche einräumen und versuchen, dass ich das schnell wie möglich hinbekomme, damit ich mich noch in Ruhe nachher fürs Harry Styles Konzert fertig machen kann. Ich möchte schließlich gut aussehen für Harold. Ja, vielleicht haben wir heute irgendwie aus 5 Kilometer Entfernung Augenkontakt und man verliebt sich ineinander und dann reise ich mit ihm einfach um die Welt. Ich meine, alles ist möglich im Leben. It's my dream. Let me. Ich habe mir einen Wäscheständer bestellt. Leo hat es ziemlich gut beschrieben, weil ich gesagt habe, ich wollte keinen weißen haben, sondern einen schwarzen, einfach für die Ästhetik. Und Leo meinte dann zu mir, ja, das ist eigentlich schon richtig. Wenn die Wäsche schon hängt, dann soll sie auch ästhetisch dabei aussehen. Und ich fand diesen Spruch einfach so gut. Wer hat schon einen schwarzen Wäscheständer? Voll geil. Richtig happy. Also das findet ihr auch ganz easy peasy im Internet. Ich glaube, ich habe es über irgendeine schwedische Seite, glaube ich, bestellt, aber kam jetzt auch innerhalb von 4 Tagen an, also alles ganz relaxed und ganz easy, because I'm that girl. Update! Da liegt schon der neue Teppich, ich liebe ihn. Der wird zu der Couch richtig gut aussehen und dann noch mit Couchtisch, das wird richtig nice aussehen. Ich habe auf jeden Fall einmal alles gewischt, hier trocknet es gerade noch. Wir haben in der Küche auf jeden Fall große, große Fortschritte gemacht. Ich liebe diesen Besteckkasten, wie geil ist das, einfach so einen großen Besteckkasten zu haben. Wir haben auf jeden Fall schon Töpfe, Pfannen und sowas alles, perfekt. Ich liebe diese Küche so sehr und... Teller, Schüsseln ist auch soweit alles. Hier oben ist soweit alles an Elektronik mit drin. Tassen, die ersten Snacks, steht alles soweit drin. Ich werde noch warten mit dem Geschirrspüler und möchte nämlich zuerst die Badmöbel vorher kaufen, weil Badmöbel haben einfach eine höhere Priorität als Geschirrspüler. Ich kann ja alles mit der Hand erstmal abwaschen, aber... Der wird auf jeden Fall noch folgen. Ansonsten habe ich auch mal die ganzen Fenster und sowas alles geputzt. Die hatten es auch nötig. Ich freue mich so sehr, wenn nächste Woche der Esstisch kommt. Das reicht auch erstmal. Ich habe auch echt dolle Schmerzen. Ich werde jetzt wieder in die alte Wohnung düsen, was essen, mich fertig machen und dann geht's zum Harry Styles Konzert. Ich war schon mal alleine auf dem Konzert, Taylor Swift. Das wäre auch ein riesiges Konzert, aber da waren 2 super nette Mädels, mit denen ich dann einfach gequatscht habe. Und genau das wünsche ich mir für heute Abend auch, dass ich einfach gute Company neben mir habe. Weil es ist nichts falsch daran, alleine zu einem Konzert zu gehen. Wenn man einen Artist einfach live sehen möchte und niemanden hat, der jetzt im Prinzip mitgehen möchte, dann geht ihr halt allein und das ist okay. Gut, viel geschafft heute. Ich habe es mit den Lampen versucht, das ist eine Katastrophe. Ich kriege das mit diesen Lampen nicht. Ich denke, ich werde mir vielleicht über TaskRabbit einen Handwerker buchen, der mir dann in einer Stunde hier alle Lampen einmal randimpelt. Ist das auch durch, das Thema. Okay, genug gelabert und auf. Es ist so scheiße warm in Hamburg, aber I'm on my way.
Pussy Harold. Ich freue mich krass. Oha, das ist eine große Girls Group. Oh je, oh yeah. Das ist ein richtig schöner Sommerabend. In Hamburg ist es in einem Stadion, im Volksparkstadion. Und es ist einfach Harry freaking Styles. And that's the outfit. Für mich ist es sehr gewagt. Es ist extrem gewagt. Aber I'm feeling it. Plan, ob ihr mich hören könnt, weil es so extrem laut ist, aber das Konzert ist zu Ende und es war einfach nur crazy. Ich bin so verliebt in Harry Styles, ich glaube nicht. Das war so ein geiles Konzert, definitiv eins meiner Highlights aus dem Jahre 2022. Hier chill ich ein bisschen, überlege, ob ich mir noch vom Merch dann vielleicht ein T-Shirt holen soll. So auf die Nachhausefahrt. Ich hoffe, ich stehe im Stau, damit ich ganz viel Harry Styles hören kann. That would be my dream, honestly. Hello, hello, hello. Dieser Vlog endet erstmal hier, weil ich extrem viele Videos auf einer Speicherkarte verloren habe, die ich einfach nicht wiederfinde. Und eigentlich hätte ich noch viel, viel mehr Footage gehabt, aber die Speicherkarte ist bestimmt in irgendeinem Umzugskarton runtergerutscht, aber ich finde sie einfach nicht. Deswegen ist das erstmal so Part 1. Plan ist auf jeden Fall jetzt wieder öfter so Weekly Vlogs zu machen, weil jetzt, ja, jetzt hindert mich auch wirklich niemand dran und mit Tobi war ich immer so ein bisschen, hat sich immer unwohl gefühlt und ich habe mich auch immer extrem unwohl gefühlt und jetzt habe ich halt niemanden mehr um mich herum, der das irgendwie so beobachten kann oder der das mitbekommt, sondern ich kann es einfach machen, ohne nachzudenken und muss auf niemanden Rücksicht nehmen im Prinzip. Das ist so das Schöne daran. Es hat sich mittlerweile auf jeden Fall schon sehr, sehr viel getan in meiner Wohnung und das seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos. Also die Reise hat auf jeden Fall gerade erst begonnen. Ich finde es einfach so krass, was für ein anderer Mensch ich mittlerweile auch geworden bin, was sich verändert hat, wie ich lebe. Das hat sich so, so viel verändert. Das muss ich euch definitiv in einem anderen Video genauer erklären, weil ich es selber auch total interessant finde. Aber ja, ich chill jetzt ein bisschen und werde in diesem Buch weiterlesen, was mir leider überhaupt nicht gefällt. Wenigstens lese ich überhaupt wieder oder habe das Bedürfnis zu lesen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gut gefallen hat, dass es euch gut geht, dass ihr alle wohlauf seid und für dich alle wie immer ganz doll geknuddelt. Bis zum nächsten Mal.